Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist Montag, Nachmittag. Ich habe euch bis jetzt nicht mitgenommen, weil ich ja ganz viel hier am Rumrennen war, hier und da was aufräumen, aber jetzt nehme ich euch mit. Und zwar, ja, ich muss Wäsche waschen und ein paar meiner T-Shirts haben die letzten Tage ja ein paar Flecken abbekommen, sowas wie rote Beete oder beim Borsch essen. Irgendwie gekleckert und die müssen raus, weil das ja meine Lieblings-T-Shirts sind. Also habe ich so ein Vorwaschspray von Amway drauf gesprüht und hoffe, dass es damit klappt. Raffi hat gerade noch ein bisschen Wäsche von oben runtergebracht, damit die Maschine auch wirklich voll ist. Und jetzt stöpsele ich die ein und renne weiter durchs Haus. Ich räume nämlich hier und da was auf. Aber dabei kann ich euch schlecht mitnehmen, weil das wirklich immer nur so hin und her geht, aus einem Zimmer ins andere und so. Ja, ist nun mal so manchmal. Jetzt hat sich ein bisschen was angesammelt. Da stehen Sachen, die eigentlich in die Küche gehören oder umgekehrt, die in die Küche nicht gehören. Und das versuche ich gerade alles ein bisschen auseinander zu graben. Aber jetzt ist die Waschmaschine in Arbeit und ich habe da einen Wäschekorb voll mit frisch gewaschenen Putzlappen, Wischmops und sonstigen Zeugs, was hier ins Regal eingeräumt werden muss, und genau das mache ich. Dann habe ich wieder einen Wäschekorb mehr. Und dann geht es auch schon in der Küche weiter. Ich will jetzt wieder meine diese selbst eingelegten Swiffer-Tücher sozusagen wieder das Glas befüllen. Ein Tuch hatte ich noch drinnen, das spanne ich gleich auf meinen Wischteil da und das Glas ist dann leer, damit ich neu befüllen kann. Vorher mache ich aber Reinigung auf die Arbeitsplatte und auf den Herd drauf, damit es ein bisschen einwirken kann. Und jetzt geht's los. Ich habe ein ganz großes Gurkenglas und da drinne mache ich immer diese Tücher. Die kann man dann nach dem Benutzen einmal waschen und wieder benutzen. Und um die jetzt einzulegen, habe ich 2-3 Esslöffel Essig, je nachdem wie groß die Menge ist dann, ne? Wenn ihr jetzt ein kleineres Glas mit weniger Tüchern macht, macht ihr dann weniger Essig, dann ein bisschen Zitronensaft, 2 Esslöffel ungefähr Spülmittel und der Rest ist Wasser. Das ist alles. Und das gebe ich in das Glas rein, wo schon die Tücher richtig schön reingestopft sind. Ein bisschen noch drücken, damit auch überall der Reinigungsmittel oder eben diese Flüssigkeit dran ist, und stehen lassen. Und dann kann man nach Bedarf diese Tücher rausholen, auf so ein Veleder oder Swiffer-Teil draufspannen und damit wischen. Ich wische natürlich damit nicht das ganze Haus, aber wenn ich jetzt zum Beispiel nur in der Küche oder im Badezimmer schnell mal durchwischen will, weil da, keine Ahnung, Flecken sind oder sonst was, dafür sind die richtig toll. Ja, während ich hier putze, hat an der Tür Hermes, war das glaube ich, geklingelt und hat mir mein Paket gebracht. Ich habe nämlich am Samstagabend was bestellt. Mit Amazon Prime geht es aber ratzfatz und heute wurde das schon geliefert. Was es genau ist, das zeige ich euch natürlich nachher noch genauer beim Kochen. Das ist ein neues Küchenhelferlein, eine elektrische Reibe oder Gemüseschneider nennt sich das Ding. Ja, jetzt habe ich das ausgepackt, gucke gerade nach, wie das Teil funktioniert, wie man das am besten zusammenbaut und so weiter. Und freue mich richtig wie ein kleines Kind. Ja, so schick schaut das Ding aus. Und jetzt müssen natürlich diese ganzen Teile, die dann eben nachher mit Lebensmitteln in Berührung kommen, einmal abgespült werden. Und genau das erledige ich auch gleich.
damit ich die gleich in Betrieb nehmen kann, wenn ich Abendessen kochen will. Aber noch ist es noch nicht so weit mit dem Abendessen kochen. Noch habe ich ein paar andere Sachen zu erledigen, und zwar die Blümchen gießen im Haus. Ich habe hier einiges an Grünpflanzen, die da überall rumstehen, und die brauchen natürlich regelmäßig Wasser. Und genau das tue ich. Ich gieße meine ganzen Palmen und Kletterpflanzen und was ich da alles so habe. Bei ein paar Sachen müssen dann ein paar vertrocknete Blättchen abgemacht werden, aber ansonsten eigentlich sehen die Pflanzen gerade sehr gut aus. Dann habe ich meine Wassersprühflasche geholt und besprühe einfach mit klarem Wasser die ganzen Pflanzen einmal von oben, damit die auch aus der Luft oder eben von oben ein bisschen Feuchtigkeit abbekommen. Und dann war die Waschmaschine auch schon fertig. Und das hat mich erstmal auf der Holzterrasse erwartet. Dirks Liege wurde wieder in Beschlag genommen. Der hat die nicht weggeräumt, auch die Decke nicht weggeräumt. Also es ist eine Einladung für die Katzen, sich da drauf breit zu machen. Gestern hat er noch was gewaschen gehabt, nachdem die Pfadfinder unterwegs im Regen waren. Jetzt nehme ich das, was schon trocken ist, ab. Und dann hänge ich die Wäsche auf. Und da hat gerade Chef irgendjemanden angeknurrt. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass das nicht De Mock war, weil unser De Mock seit einer Woche nicht mehr da ist. Ich weiß nicht, wo er sich rumtreibt, aber es war gerade da, wo der Chef hingeknurrt hat, eine grau getigerte Katze. Ich konnte nur ein bisschen was davon sehen. Ich hoffe sehr, dass das De Mock ist, sag ich mal so, ne? Weil dann weiß ich, dass er noch lebt und dass er irgendwo in der Nähe ist. Aber warum er nicht kommt, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe schon in die Dorfgruppe reingeschrieben und Foto reingestellt, aber noch hat keiner sich gemeldet, der vielleicht den Kater gesehen hat. Ja, so lange war er noch nie weg. Er ist schon zwischendurch mal für 2-3 Tage abgehauen und dann wiedergekommen. Aber jetzt ist das schon eine Woche und ich weiß nicht, wo mein Lieblingskater sich rumtreibt. Ja, und jetzt sauge ich einmal die ganze untere Etage durch. Und dann ist das auch schon an der Zeit, das Abendessen zu machen, weil die Männer auch gleich eintrudeln. Und ja, die Zeit drängt langsam. Jetzt nur noch ganz schnell einmal hier durchsaugen und dann habe ich in der Küche mit dem einen Tuch, was ich da vorhin auf dieses Wischteil drauf gespannt habe, damit mache ich nur in der Küche hier einmal um den Tisch rumwischen und Haushalt ist damit dann fürs Erste abgeschlossen. Ja, und fürs Abendessen muss erstmal einiges geschält werden. Beziehungsweise dann eben geschnitten oder gerieben. Nur, dass ich dann dafür einen anderen Nicer Dicer nehmen muss. Eigentlich wollte ich einen größeren haben, ne, mit dem ich meistens arbeite. Aber irgendeiner hat das Gitter irgendwo hingepackt, wo ich es nicht finde. Muss ich erstmal die Tage gründlicher suchen oder mal nachfragen, wo das Teil dann abgeblieben ist. Ich muss dann heute erstmal mit einem anderen Nicer Dicer mir behelfen. Und das, was gerieben wird, das reibe ich dann gleich mit meinem neuen Helferlein.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, jetzt etwas näher dran. Wir haben Montag 10 vor 6 und ich bin gerade dabei, das Abendessen zu machen. Ich habe euch heute auch ein bisschen mitgenommen, aber wirklich nur ein bisschen, obwohl ich ganz, ganz viel heute erledigt habe. Aber das war zum Teil tatsächlich hier ganz, ganz viel Rennerei. Ich habe nämlich hier und da und dort und drüben aufgeräumt ein bisschen. Ich habe alleine nur im Haus, ne? Also hier im Haus, fast 4000 Schritte gemacht. Ja, es ist natürlich nicht viel, aber wenn man überlegt, dass ich das alles nur im Haus hier gemacht habe, dann ist es doch schon etwas viel. Ich bin hier wirklich von einem Zimmer ins nächste gelaufen und habe hier was weggeräumt, was dann hier nicht reingehört. Eben, ne? Und so die ganze Zeit im Arbeitszimmer, im Wohnzimmer, hier im Flur, im Abstellraum und so weiter. Und das wäre jetzt einfach viel zu umständlich gewesen, euch da mitzunehmen. Da hätte ich ja wirklich, das würde mich unheimlich aufhalten, die Kamera jedes Mal, wenn ich von da nach da laufe, mitzunehmen und die dann wieder hinzustellen und so weiter. Ja. Aber ich habe wirklich einiges heute hier schon gemacht. Bei etwas größeren Sachen, wo die Kamera dann etwas länger am Fleck stehen konnte, habe ich euch auch mitgenommen. Und jetzt nehme ich euch einfach mal mit beim Essen kochen. Und zwar werde ich dabei auch noch meinen neuen Küchenhelfer ausprobieren. AB Super ist der Name. Das ist eine elektrische Reibe oder eben Gemüseschneider. Was mich aber sehr, sehr gerade belustigt hat, auf der Bedienungsanleitung steht Gemüsesalat. Nicht Gemüseschneider oder Gemüsereibe, Gemüsesalat, Bedienungsanleitung des Herstellers. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf. Wer das jetzt übersetzt hat, weiß ich nicht. Hier gibt es nur so einige noch Übersetzungen, ne? So, wo man wirklich sich jetzt mal nicht sicher ist, soll man jetzt lachen oder sich an den Kopf fassen oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall habe ich mir ein neues Schätzchen bestellt, am Samstagabend bestellt. Heute war das schon da. Mit Amazon Prime geht es dann natürlich super. Und ich dachte mir, ich probiere das auch gleich aus. Ich habe auch schon alles abgewaschen, einmal durchgespült per Hand. Und wir testen das Ding gleich. Und deswegen machen wir jetzt zusammen eine Gemüse-Hackfleischsoße. Und dazu koche ich Nudeln und dann mache ich noch vielleicht irgendwas zusätzlich. Mal gucken. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt hier in der Pfanne schon Hackfleisch drin. Ja, Hackfleisch und ich würze das einmal mit dem Hackfleischgewürz von Just Spices, damit das ja einmal schon gewürzt ist. Ich kann es nicht lesen, ich brauche meine Brille und die habe ich gar nicht dran. Auf jeden Fall super leckere Gewürze. Ja. Und jetzt, Moment, jetzt testen wir das neue Schätzchen, weil ich sowieso für diese Soße was reiben wollte und jetzt brauche ich das dann nicht mehr per Hand zu machen, hoffe ich, sondern kann das mit dem Gerät machen. Ja, das ist für mich hoffentlich dann eine große Erleichterung, wenn ich das jetzt hier auseinandergefummelt kriege. Also ja, Raffi, ich habe vorhin schon den Müll rausgebracht. Mhm. So, erstmal nicht. Jetzt muss man das Ding einmal leicht trocken machen. Und dann bauen wir das einmal zusammen. Das geht auch ganz, ganz einfach. Ich hole euch etwas näher dran.
Es ist keine Kooperation, ne? Habe ich selbst bestellt, bezahlt und so weiter. Ich habe jetzt nicht gewartet, bis irgendjemand mir das Ding anbietet. Ich habe es mir selbst gekauft. Man muss es hier einmal so und dann ist das auch schon fest, ne? So. Zack. Zack. Und dann haben wir auch so ein Teil, mit dem man das hier so reindrückt. So. Und jetzt muss ich nur noch aussuchen, ob ich ganz grob oder ganz fein die Möhren und die Zucchini schneiden möchte. Ich teste mal jetzt durch, nehme einmal die grobe. So, ne? Hallo, so. Und dann muss man das in die Uhrzeigerichtung, wenn ich das richtig verstanden habe, drehen. Dann stellen wir mal eine Schüsselchen drunter und machen an. Mein Gemüse und ich bin begeistert, aber ich glaube, ich muss dafür eine etwas größere vom Volumen her Schüssel mir holen, aber ansonsten, guck mal, hier ist ein Schalter, nur ein Schalter, an, aus. Zack, und die Möhren sind schon gerieben. Jetzt hole ich die raus, was da jetzt noch in der Mitte drin stecken geblieben ist. Und ich habe meine Möhren ohne Anstrengung für mein Handgelenk gerieben. Jetzt mache ich genau das gleiche noch mit dem Zucchini. Aber erstmal rühre ich einmal Hackfleisch um. Das muss einfach nur krümelig einmal angebraten werden. Und die Zucchini, die schneide ich natürlich einmal ein bisschen kleiner, damit die in diese Öffnung reinpassen. Ich meine, so von der Breite her muss es einmal feiner geschnitten werden. Und los geht's. Fertig. Super schnell. Und ich habe mir die Rezensionen durchgelesen. Auf Amazon habe ich das ja bestellt. Und da haben viele sich beschwert, dass das Ding zu laut ist. Finde ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich finde, das ist ganz normales Arbeitsgeräusch, was man hat, wenn man irgendwie so ein Gerät halt nur hat, ne? Also ich bin jetzt für den Moment zufrieden. Dazu gibt es eben noch 4, insgesamt 5 von diesen Kegeln. Einmal fein, also richtig fein. Einmal diese grobe und dann 2 unterschiedliche Stärken, wo man Scheiben hobeln kann. Und einmal hier so eine Reibe für Käse, Nüsse und so weiter. Ja, ich bin ehrlich gesagt zufrieden. Was mich eventuell stören könnte, ist, dass dieses Teil hier aus Plastik ist. Ich hoffe, das geht nicht so schnell kaputt. Aber ansonsten, zack, rausgeflogen. Gefällt mir das Teil schon mal. Jetzt gegen Uhrzeigersinn einmal drehen. Und dann kann man, wenn man ja die Hände hat, gleich einmal rausholen das Ding und einfach unter fließendem Wasser mit vielleicht ein bisschen Spüle, wenn da irgendwas gerieben wurde, was eben Geruch hat, und dann hat man das sauber, zack, fertig. Also ich bin zufrieden. Während ich hier damit rumgespielt habe, ist das Hackfleisch auch schon ein bisschen angebrutzelt.
Und wir machen weiter und geben als nächstes die Zwiebeln rein und die gerade frisch geriebenen Möhren. So. Ja, das ist jetzt mein neues Helferlein, weil ich eben mit meinem Handgelenk, wie es aussieht, noch länger im Gange bin. Ich habe hier leider Sehnenscheidenentzündung mal zwei oder drei sogar, also auf jeden Fall ganz viel. Und ich versuche jetzt mein Handgelenk, so weit es geht, irgendwie zu entlasten. Es geht nun mal nicht überall, wenn ich irgendwas mit Wasser mache. Der Arzt hat mir immer noch nicht das Ding verschrieben. Muss ich noch mal jetzt nachfragen. Muss ich das abnehmen und gucken, ne, so Lappen ausbringen oder irgendwas hier putzen, geht dann nicht so gut damit. Ich will das ja nicht so oft waschen müssen. Genau, aber was geht, das versuche ich jetzt. Ne? Es ist nun mal reiben, ich koche jeden Tag frisch mit viel Gemüse und so. Und da muss man eben reiben oder schneiden oder sonst irgendwas. Und habe ich jetzt mir so ein Schätzchen bestellt. Musste natürlich erstmal lange aussuchen. Erstmal natürlich auch fragen, ob das gerade okay ist. Ob ich das in Anführungsstrichen darf. Weil wir ja eigentlich jetzt den neuen Kamin aussuchen müssen und so weiter. Aber mein Mann macht natürlich auch alles, damit ich hier ein bisschen besser klarkomme, und hat mir das natürlich auch genehmigt. Nicht, dass ich jetzt großartig bei irgendwas hier so um Erlaubnis frage, aber das muss schon abgesprochen werden, weil das eben keine Sache von 10 Euro ist, ne, wie so eine normale Reibe, sondern das Teil hat, lasst mich nicht lügen, irgendwas mit 50 Euro. Entweder 49 oder 52, irgendwie so um den Dreh. Auf jeden Fall irgendwas so in dem Bereich gekostet. Genau. Ja, jetzt brate ich hier die Möhren und Zwiebeln noch mit dem Hackfleisch weiterhin an. Und dann geben wir einfach den Rest noch mit rein. Und zwar habe ich jetzt zwei Paprikas, eine davon aus dem Garten. Also die Zwiebeln sind übrigens auch aus dem Garten. Die Zucchini ist auch aus dem Garten. Jetzt habe ich keine mehr. Die habe ich hier gerade den Rest verwendet. Und dann habe ich hier eine Solo-Knoblauch und eine kleine Chili, wobei die Chili auch aus dem Garten ist. Und das gebe ich jetzt alles rein. Und ich wollte eigentlich nicht diesen Nicer Dicer heute nutzen, aber ich finde das eine Gitter nicht wieder. Irgendjemand hat es sehr gut weggeräumt letztens beim Verräumen. Ich muss das erstmal suchen. Ich wollte eigentlich den etwas größeren Nicer Dicer benutzen. Ja, und jetzt brate ich das ganze Gemüse hier mit dem Hackfleisch weiter an und hole in der Zwischenzeit schon die passierten oder stückigen Tomaten auch aus dem Anbau, aus dem Regal. Das kommt nämlich auch gleich hier mit rein. So. Und jetzt mache ich schon mal das Nudelwasser an erstmal und dann gebe ich in die Pfanne noch ein bisschen Tomatenmark. Und röste den auch etwas an mit dem Gemüse. Das Ganze muss einmal natürlich noch gesalzen werden.
Und Pfeffer darf natürlich auch nicht fehlen. Und jetzt gehackte Tomaten, eine Dose. Oder wer Zeit, Lust, Kraft hat, darf natürlich auch gerne frische Tomaten hacken. Die Dose einmal ausspülen und eine Packung passierte Tomaten. Die gebe ich auch noch mit rein. Auch die einmal kurz mit einem kleinen Schluck Wasser ausspülen. Mehr als ein Schluck ist das ja auch nicht. Ja, und jetzt einfach nur Deckel drauf, die Hitze etwas runter auf 5 ungefähr und köcheln lassen. Zwischendurch natürlich umrühren, dass da nichts anbrennt, aber ansonsten war es das fürs Erste. Vielleicht gibt man einfach jetzt schon ein bisschen Oregano noch mit rein. Ja, und jetzt darf das einfach köcheln. Ja, und während das da vor sich hin blubbert und das Nudelwasser noch nicht fertig ist, machen wir jetzt noch einen Gurkensalat. Ich teste jetzt einfach weiter mein neues Spielzeug und mache Gurkensalat damit. Zack. Das Stückchen, was ich nicht haben will. Oh, perfekt. Guckt mal. So schön. Dünne Scheibchen. Ich hole noch mehr Gurke. Aus dem Garten nehme ich jetzt auch noch. Tada! So, und jetzt machen wir den Salat noch fertig. Und zwar nehme ich Kräuteressig, Öl, Salz, und Pfeffer. Und ein bisschen kaltes Wasser. Und ein bisschen Dill. Perfekt. Und zwischendurch natürlich in der Pfanne einmal umrühren. Und gucken, wie weit das alles hier ist. Also, bis jetzt mein Fazit, was das neue Helferlein angeht. Gut. Ich habe zwar jetzt nur ein bisschen was gemacht, ne, also ein paar Möhren, Zucchini, Gurken damit gehobelt, gerieben, aber für den Moment, so auf den ersten Blick, sozusagen, ne, ist das Teil okay. Also ich meine, Preis-Leistungs-Verhältnis für den Moment entspricht für mich den Erwartungen. Wir werden das weiterhin testen und gucken, wie es sich weiter verhält. Also für den Moment ist es wirklich gut. Guckt mal, hier sind so kleine Saugnäpfe, sodass das Teil auch gut auf der Arbeitsfläche, ne, so nicht zu dolle hin und her rutscht.
Reinigung ist auch okay. Die gibt es natürlich, die Teile, auch deutlich teurer. Weiß nicht, ob sie dann auch groß besser sind. Wirklich günstiger gibt es die nicht. Also das günstigste, was ich an elektrischen Reiben gesehen habe, war irgendwas mit, ich glaube, 36 Euro. Ja. Alles andere, was etwas günstiger ist, so im Bereich von 25, 30 Euro, ist dann das mit der Kurbel. Hätte ich natürlich auch nehmen können, aber ich habe mich lieber für einen Teil entschieden, wo ich meine Handgelenke und so gar nicht groß irgendwie belasten muss. So, mir kocht gleich das Nudelwasser. Hier muss noch ein bisschen gleich abgeschmeckt werden, aber erstmal hole ich die Nudeln und schmeiße die schon mal in den Topf. So, und jetzt machen wir einfach weiter. Ich probiere, ob ich genug Salz drin habe oder nicht. Nein, ein bisschen mehr Salz kann auf jeden Fall rein. Dann nehme ich einfach ein bisschen, man kann es natürlich auch so lassen, ich mag das so, deswegen mache ich das auch. Ein bisschen Creme Leicht Kräuter und Schmand mit rein. Und dann, ich habe vorhin den Rest noch aus der Packung an Dill reingegeben und gebe noch auch ein bisschen Basilikum noch mit dazu. Und lasse das jetzt einfach nur noch ein bisschen blubbern, bis mir die Nudeln fertig sind. Dann ist das Essen auch schon fertig. Und es ist eine sehr, sehr große Menge an Soße. Das weiß ich. Was wir heute aufessen, ist gut. Und was nicht, das werde ich gleich morgen, wenn das richtig abgekühlt ist, oder heute Abend, heute Nacht, wann auch immer, abpacken und einfrieren. Das ist dann immer ganz gut, wenn ich mal nicht da bin oder keine Zeit habe, kann man das dann schnell rausholen, auftauen, heiß machen und fertig. Ist dann schon mal wenigstens die Soße. Oder man nimmt das dann jetzt in den Auflauf als Soße. Auf jeden Fall wird das schon alles verbraucht werden irgendwann mal. So, die Nudeln sind schon im Wasser drin. Und ich werde jetzt einfach jemanden runtertrommeln, der mir den Geschirrspüler ausräumt. Hab keine Lust, jetzt müssen das die Kinder machen. Tada! Fertig ist das Abendessen. Vielleicht ein bisschen mehr als eine Stunde alles insgesamt, eben mit Kochen und so weiter. Hier schleichen schon welche um den Gurkensalat. Meine Familie liebt Gurkensalat, deswegen ja, ist das genau richtig. Und jetzt werden wir essen und danach sehen wir weiter. Eigentlich, ich muss nur gucken, ob irgendeiner dazu bereit ist. Ich habe diese Woche so viel zu tun, so viele Termine. Steht so vieles an wie Kindergeburtstag morgen, Elternabend übermorgen, Termine und so weiter, Arzttermine, die auch etwas länger dauern. Es muss unbedingt eingekauft werden. Ja, und mal gucken, es ist jetzt 7 Uhr, Lidl hat bis 21 Uhr auf. Kann sein, dass ich mir gleich nach dem Essen noch jemanden schnappe und wir Wocheneinkauf erledigen fahren. Aber das sehen wir gleich. Ich spreche das gleich beim Essen an. Auf jeden Fall, egal wie und was jetzt als nächstes passieren wird, wir sehen uns. So, ihr Lieben, wieder da. Isi und ich, wir waren gerade tatsächlich noch ganz schnell zu Lidl. Wir waren tatsächlich, wie lange waren wir denn unterwegs? Auf jeden Fall irgendwas mit einer Stunde, wenn es hochkommt. Ganz schnell durchgeflitzt, das, was ich gebraucht habe, geholt und das war's dann. Isi hat aber noch eine Sache mitgenommen gehabt. Jetzt hat sie das nicht mit hierher gebracht.
Nee, das hat sie jetzt schon zu sich mitgenommen. Die hat fürs Alinka für morgen zum Geburtstag als Geschenk diese Wassermalmatte, ne, wo man mit solchem Stift, in dem nur Wasser drin ist und so malen kann, hat sie jetzt gekauft. Ich habe noch hinten drei große Trägerwasser, also Wasserflaschen und einen kleinen Trägerwasser stehen lassen. Den haben wir mitgenommen gleich. Und das ansonsten, was wir jetzt noch mit hatten, ist alles hier. Insgesamt knapp über 100 Euro. Ich glaube 102 oder irgendwie sowas. Und ich zeige euch jetzt schnell, was es geworden ist. Und dann war es das für heute. Eis musste unbedingt sein. Ist nicht mehr so viel. Einmal Bon Gelati, diese ganz normale Vanille mit Schokoüberzug. Dann habe ich in dieser Tasche noch Hähnchen-Minutenschnitzel. Ist auch dabei. Hier haben wir auch noch ein paar kalte Sachen. Auf jeden Fall erstmal Joghurt. Irgendwo habe ich noch welche. Diese hier von Milbona, diese wie Joghurt mit Egg halt, ne? Die hier. Ein paar Stück. Ich glaube 5 insgesamt. Ja, da waren 3. Hier sind noch 2. 5 Packungen für meine Mitbewohner. Dann, gratis in der App gab es bei mir 2 Sachen. Einmal eine Pizza. Alfredo Trattoria. Wir haben die 4 Käse und dazu gab es entweder die oder Gnocchis aus dem Kühlschrank. Und hier gab es entweder die Frischkäse, egal welche Sorte, oder Kamin- und Grillanzünder. Ich habe mich hier für Frischkäse entschieden, gratis, und einmal eben knusperfrische Pizza. Dann haben wir im Angebot einmal dieses Eis noch mitgenommen, hat Ise jetzt ausgesucht. Und dann sind auch im Angebot alle Eissorten von Mövenpick. Und da wir nicht mehr so viel davon haben, wurde in letzter Zeit sehr gut aufgegessen, aber nicht nachgekauft, habe ich jetzt 4 solche Schüsseln mitgenommen. Einmal Haselnuss Crunch, einmal Cookie Dough, dann 2 fruchtige, Pfirsich Johannisbeere und Mango. Beides auch mega lecker. Easy gleich mit solchen Augen. Ja, ne? Auch im Angebot gerade rein Rindsalami zum Beispiel. Okay, alle Sorten von dieser, ne? Ich habe natürlich nur rein Rind mitgenommen. Easy hat Schokoschirs eingepackt, eine Packung. 2 Säcke Kartoffeln sind dabei, sind gerade im Angebot. Ich muss morgen eine Kartoffelcremesuppe kochen für zum Mitnehmen zu Katharina. 1 Sack Äpfel. 5 Stück Nektarinen. 1 Beutel Möhren. 1 Zucchini. Ich habe keine eigenen mehr. Und das, was ich unbedingt gewollt habe, ein Hokkaido-Kürbis. Eben für die Suppe für morgen. Dann haben wir noch was Gesundes. Pflaumen sind gerade im Angebot. Genauso wie dunkle, kernlose Weintrauben. Sind auch im Angebot. Und dann haben wir noch hier Bananen ein paar. Ich habe kaum noch welche. Und ich habe noch was Gesundes. Ich hole das nur schnell raus. Und zwar diese Äpfel, die Candy Sweet und Fruity, die ist hier auch noch dabei. Ja, also ordentlich auch Gesundes. Im Angebot gerade Ermann High Protein Puddings. Ich habe gleich 4 Stück Vanille mitgenommen, für Easy und Rafi vor allem. Dann musste ich nachkaufen 2 Becher Schmand. Dann 2 Becher Quark. Habe ich auch aufgebraucht. Ganz normaler Magerquark. 1 Becher Joghurt so. Und einmal ein 4er Joghurt. Dann 2 Flaschen Buttermilch. Ist gerade mein Gebot. Mit Schmackes. Hat mir tatsächlich letztens gefallen. Also kaufe ich jetzt das auch. Einmal Pfirsich Nektarine und einmal Erdbeere.
gut für die Verdauung. Also, ja. Eine Packung Eier habe ich auch noch dabei. Und jetzt die letzte Kiste, oder die zweite. Gebäck ein bisschen. Hier sind 4 Käse-Laugenstangen, sind gerade im Angebot. Und hier sind 3 Vollkornbrötchen und 2 Sonnenecken, heißen die, glaube ich. Ja, auf jeden Fall ein bisschen Gebäck. 2 Stück Blätterteig. Dann Uncle Ben's Reis. 2-mal, einmal Basmati und einmal Langkorn. Rafi macht sich sehr, sehr gerne nach der Schule gebratenen Reis mit Eiern. Und dafür ist es super. Im Angebot gerade alles von der Dame. Isabel hat sich für den Charakter entschieden. Ich habe einmal noch Pickups dabei. Dann Milch- und Erdnussriegel. Ja, sowas halt, ne? All die Marke. Dann haben wir 4 Dosen aber nur. Katzenfutter, ein bisschen haben wir noch, deswegen habe ich jetzt mal nur 4 Dosen dabei. Einmal Parmesan am Stück. Ich habe jetzt meine schicke Reibe. Dann habe ich 3 Stück diese Waffelröhrchen, solange sie noch da waren, nachgekauft. Die sind sehr lecker. Kleber ist gerade im Angebot von Pritt. Ich habe einmal einen Stick und einmal eine Flasche mitgenommen. Isabel muss ja immer wieder was für Kindergarten machen. An der Kasse die Jogurette Passionsfrucht einmal. Und hier ist die doch. Die hat sie nicht mit nach oben genommen. Die war nur weiter unten in der Kiste. Das bekommt Alinchen morgen von Isi. Hat sie auch selbst bezahlt. Also das ist ihr Geschenk an ihre kleine Cousine. Ja, das ist jetzt mein Wochenanfangs Haul für diese Woche. Ich habe einfach in den nächsten Tagen keine Zeit. Deswegen musste ich das heute machen. Genau. Das wird jetzt schnell weggeräumt und dann sehen wir uns nur noch ganz kurz im Arbeitszimmer wieder. So, ihr Lieben, wir haben gerade mit Isi schnell alles verräumt. Es ist jetzt 21.18 Uhr. Das war ja gar nicht so jetzt besonders viel irgendwie, obwohl es im Einkaufswagen nach viel ausgesehen hat, ne? Weil da eben so viel große Sachen dabei waren, wie eben Wasser, ne? 3 Stück große Träger. Aber im Endeffekt war das jetzt ratzfatz alles weggeräumt. Geschirrspüler ist eigentlich sogar schon fast fertig, kann ich gleich wieder ausräumen, irgendwann mal. Ja. Aber das habe ich dann wenigstens auch schon abgehackt mit dem Einkaufen und muss nicht morgen irgendwie noch zwischendurch zwischen den Terminen und dann zum Geburtstag fahren und so weiter und so erstmal irgendwie noch hier einkaufen fahren. Haben wir jetzt abgehackt. Ja, das Abendessen war sehr, sehr lecker, hat allen sehr gut geschmeckt. Sogar die Meckerheini, die sonst immer an Gemüse rummeckern, haben nichts gesagt. Ich glaube, die haben sich damit jetzt mittlerweile abgefunden, dass ich das Gemüse für die Soßen oder auch so, ne, nicht mehr püriere, wie noch vor ein paar Jahren. Rafi hat sich gefreut und das hat ihm auch sehr gut geschmeckt. Er hat alles aufgegessen, deswegen auch mal Hacken dran. Das haben wir auch jetzt erledigt. Ja, ihr Lieben, das war jetzt das Video von heute. Von allem etwas. Ein bisschen Haushalt, ein bisschen Kochen, ein bisschen Foodhaul, ein bisschen neue Sachen ausprobieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen, wer mag. Bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.